Hey Leute, oh, ich hoffe, meine Stimme macht mit. Hier ist wieder Firewall und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play GTA 4. Im letzten Part haben wir einen riesigen... Was haben wir gemacht? Ah, wir haben Blocks gespielt, genau. Fett. Und in diesem Part werden wir uns hier in Little Italy mal ein bisschen einen Namen machen. Ja. Und mit dem guten... A Long Way to Fall, Ray Pacino, Boccheroni sprechen. Oh, table for one? We got a beautiful bacala salad. Dorfsalat. I'm here for Ray. Oh, Ray, why did you say so? Ray's a beautiful man, you know what I mean? He's in the back. Thanks. Hey, Nicky! How you doing, kid? Fine. Hey. That Nick bastard friend of yours says you're okay. Good. That you're alive. Cliché! Cliché! Why go through all this? Why stick your neck out? Why do all this work? Because I need the money. And because I can't do anything else. And because I'm good at it. Sure. And because I'm trying to find someone. Okay, maybe we can help. See how we do. So anyways, I got this friend. Only the friend ain't my friend no more because he ain't getting me the vagios. Okay. Seems this guy does not respect the waste management business. Lives over in a project on Galveston near you. Name is Teddy Benavidez. But what you gotta do? Somebody gets burnt, so be it. Fine. And you'll pay. Hey, you kidding? I'll pay double. Good. But you mess up, bad things are gonna happen. Wir sollen also einen Teddy verprügeln. Na toll. Okay, Leute, wir gehen also zu Toys R Us und... Nein, okay, ich mache nur Spaß. Wir sollen irgendeinen Typen bisschen rundlutschen. Nicht wortwörtlich, wir machen das sinnbildlich. Und, fahren dazu und... Oh, da war mein Lieblingsauto. Okay, lassen wir es. Wir fahren einfach mal hier ein bisschen längs. Der Ferrocchi ist eigentlich gar nicht schlecht. Und passend zur, zum Auftraggeber haben wir jetzt ein italienisches Auto, ein italienisch angehauchtes Auto. Leute, zwei Sachen scheinen mir in meinem kleinen, bis jetzt noch nicht sehr langen Leben, aber dennoch sehr schönen Leben, nicht möglich zu sein. Ich kriege ja einiges hin. Ich kriege wirklich einiges aus eigener Kraft hin. Zwei Sachen jedoch nicht. Erstens, ich scheine es nicht zu vermögen, Auslands-BAföG zu beantragen. Ich komme da einfach nicht durch. Die deutschen Behörden wollen mir kein Geld geben. Zweitens, ein gewisses Mädchen möchte wohl nicht mit mir ausgehen. Geh mit mir aus, du weißt, wer du bist. Verdammt nochmal! Okay. Das nur am Rande. Ich weiß nicht, was davon schlimmer ist. Ich würde fast behaupten, letzteres, aber das tut mir wirklich leid, obdachloser Freund. Das tut mir wirklich leid. Ja, aber... Ne? Hör mal! Naja, okay. Wir fahren also diese wunderbare Straße hier entlang und hören uns wunderbaren Jazz an. Mal wieder... Hey, das ist voll der geile Sender. Ich wünschte, ich hätte hier so einen. Hamburg hat einfach keinen tollen Jazz-Sender. Wirklich nicht. Naja. Da war ein Hotdog-Stand. Ich habe mir übrigens offscreen eine neue kugelsichere Weste geholt. Allerdings die, die ich euch mal gezeigt habe, die man finden kann. Nicht die, die man kaufen kann. Die ist schon teuer. So, und wir sind da. Wir sind bei der Sozialwohnung. Wir fahren hier mal kurz ran. Piep. Finde Alonso mit Hilfe der SMS, die Ray geschickt hat. Hat er mir eine SMS geschickt? Ach, der Stalker. Findet sich sein Haltentyp aus. Er ist einer von Benadives Gorillas. Er wird dir sagen, was du wissen musst, wenn du ihn überzeugt bist. Ciao. Ah, okay, den Typen finden wir. Hat er immer das gleiche an? Ist das da nicht vorne? Ach, da ist er. Da ist er. Da ist er. Da ist er. Ah, ja, genau. So, dann werden wir uns doch mal vorbereiten. So. You know what apartment Teddy Benavidez is in? No, sir. I don't know no Teddy's. You sure about that? You want the last thing to come out of your mouth to be a lie? Wir schüchtern ihn ein. Shit, man. He's up on the top floor, apartment 151K. Wir können sehr einschüchtern wirken. The last few floors. Elevator don't go up there. They're fixing it up. Okay. Jetzt wird er höchstwahrscheinlich alle Leute warnen. Das ist ein Weg, Mann. So. Oh mein Gott. Mit dem Lift kommen wir hoch bis in den 20. Stock. Oh, das ist so schön. Aber den Rest müssen wir uns wahrscheinlich hochschlagen.
Luftbrücke, eben den Lift zu rufen. Beep. Mit der Waffe, wie du. Ja, oh Gott. Was ist das da für ein Graffiti? Es sieht hübsch aus. Nur. Okay. Ah ja, da ist unser Lift. Yo, T-Dog, someone's coming up. Don't know how, but he knows where your apartment is. Hätte ich ihn nicht ausschalten können? Okay. Na gut, schießen wir. So. Alles klar. Die Leute sind überall. Das ist schön. Wir haben nicht wirklich... Ah, die fühlen sich immer so Gangster. Aber die haben irgendwie in der Gangsterschule nicht gelernt, wie man vernünftig in Deckung geht. Und das ist unser Vorteil. Kommt da noch jemand drin? So, komm her. So, alles klar. Wow, die rollen sich aber sehr gekonnt hier rein. Das ist ja... Das ist ja fast ein... Nicht nachladen, Nico. Nicht nachladen. Nicht jetzt. Alles klar? Danke, Nico. Alles klar. Oh, der hat eine verdammte Schrotflinte. Was soll denn das, Mann? Was bist du denn für einer? So. Okay. Hey, vielleicht können wir auch mal die Schrotflinte benutzen. Die haben wir so lange nicht benutzt. Und jetzt ist es richtig schön eng hier. Das klingt falsch. Alles klar. Alles klar. Ich sag das viel, aber... Okay, da ist einer, da ist keiner. Komm her. Wow, wow, wow. Eben in meine Deckung, das geht auch mit der Schrotflinte. Da sind wir sehr, sehr Rambo-mäßig. Komm her. Ist das hart, ey. So, gut, Nico, das reicht, danke. Okay, jetzt werden wir auf der anderen Seite einfach rumgehen. So, komm her. Wo seid ihr? Komm, roll dich raus. Danke. Und wo? Sehr schön. Ich fühle mich eigentlich mit der Waffe sicherer, aber wir können hier mal ein bisschen Rambo-Style zeigen, einfach um Nikos Badassigkeit ein bisschen weiter zu unterstreichen. Ich glaube, wir haben hier... Oh, da haben wir ein Medipack, sehr schön, aber keine kugelsichere Weste. Es ist ein bisschen übel. Sollten wir uns mehr... Ah ja, da ist auch schon seine Wohnung, wir sind fast da. Wir sollten uns jetzt ein bisschen vorsehen. Ich möchte nicht unbedingt abgeschossen werden. Wo denn? So. Alles klar. Wir sind ja nicht ganz fertig machen. Wir müssen nur gerade so viel schießen, dass sie ihre... Wir durchsuchen das Apartment. Alles klar. Das ist eine hervorragende... Also die Schrumpflinte ist hier eine hervorragende Möglichkeit, sein Apartment zu durchsuchen. Alles klar. Wir haben sein Apartment sehr, sehr schön durchsucht. Das erinnert mich ein bisschen an den Film Kick-Ass vom Prinzip her. Ist hier wer drin? Hallo? Nein. Gut. Hier drin. Schlechte Musik. Danke. Ah ja, und wir haben ein Medipack. Das ist schön, das ist nett von ihm. Jeder sollte ein Medipack auf dem Küchenschrank haben. So, okay, niemand da? Ah, die letzte Tür. Es ist... Aua. Ach, Nico, komm schon. So, wir gehen auf schweres Kaliber. Nicht so schwer. Nicht so schwer. Ein bisschen schwer. Gut. Er will aufs Dach. Okay, da nicht lang. Gott. So, denn hier lang. Müssen wir eben gucken, dass wir nicht unbedingt abgeschossen werden auf dem Weg dahin. Zum Beispiel so können wir das sicherstellen, dass wir nicht abgeschossen werden auf dem Weg dahin. So. Hallo. Haben wir dich? Merci. Alles klar? Ist es hier alles gut? Gut. Sicher, Mann. So. Das war eine sehr schlechte Deckung. Sehr schlechte Deckung. Das verdient. So. Oh, aber wunderschön hier. Hier mal echt ein schöner Dachkampf. Können wir ihn... Können wir dich leben lassen oder müssen wir dich jetzt ausschalten? Willst du noch was sagen? Ich lass dich gerne leben, bezahl deine Schu... Oh. Das war aber sehr, sehr unsicheres Mauerwerk. Leute, hört nicht auf das Spiel, ich habe ihn in den Kopf geschossen, es ist alles vorbei gewesen, schon da vorne. Schon da oben. Der ist nicht gefallen, der hatte keine Schmerzen. So machen das auch die Scharfschützen. Die schießen genau zwischen die Augen, denn dann erledigen sie das Stammhirn.
und es gibt keine Kommunikation mehr zwischen Hirn und Körper. Die sind sofort weg. Es ist, als wenn man eine Kerze ausbläst. Bupp, weg. Und so versuche ich das auch zu machen. Ich will nicht, dass die leiden. Okay, 10 Minuten 13. Das ist so ein blöder Lang. Guck mal schon. Ted is dead. Was? Was war das denn für eine Unterredung? Okay, das war unser Freund Teddy. Teddy Boy. Wir werden jetzt im nächsten Part eine weitere Mission von ihm erledigen. Hat Spaß. Das macht gerade Spaß. Gute Laune. So, okay, alles klar, wir werden jetzt mal kurz zu Burgershot gehen und einen Bleeder kaufen, was ich ein bisschen schade finde. Genau. Ihr seht hier oben, direkt über Nikos Kopf, den Heartstopper. 61 Labs Burger, genau. Man kann ihn leider nicht bestellen, ich finde das ein bisschen schade. Was willst du, Peggy? Nico, I got a favor to ask. Aha. What is Aha. It? Well, you've been spending time with the rest of my family. I figured you may as well Bitte? Complete the set. You remember my brother Derek? Came along on the bank job? Yeah. Sure. He's in a bad way. Last I heard, he was spending his hours in some park in Astor. Go down and check on him. Me and Gerald will cover any expenses. Okay, schön. Ja, wunderbar, machen wir. Wir haben 1000 Auftraggeber. Aber ich darf mal ganz kurz. Ah, guckt mal, wir können auf den in den letzten Stadtteil. Wunderbar, das ist wirklich schön. Aber wir kommen uns erstmal wieder, das ist interessanter. Wir werden da hingehen, sobald ich das für sinnvoll erachte. Und ich glaube, den sparen wir uns noch ein bisschen auf. Nicht, dass wir zu viel auf einmal machen. Da kommen wir auf jeden Fall noch hin. Also, nachdem wir unseren leckeren Bleeder verspeist haben, würde ich sagen, Leute, danke, dass ihr auch diesen Part von Let's Play GTA 4 betrachtet, guckt habt, angesehen habt. Ja, ich bin Fairball und wir sehen uns dann, oder? Ciao, ciao.